Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Operation Wolf, Operation Wolf am NES. Das ist mein NES Let's Play Nummer 401. Nicht zu fassen. Wenn ihr kein NES-Game versäumen wollt, dann könnt ihr da unten abonnieren. An der Stelle mal danke an die vielen neuen Abonnenten. Da freue ich mich natürlich sehr und besonders freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch, weil dann weiß ich, dass ich irgendwas richtig mache. Zwar nicht was, aber irgendwas. Okay, legen wir los mit Operation Wolf am NES. Doch bevor wir ganz reinspringen in das Game, schauen wir uns mal den Trailer an, den Trailer von damals. Ich schaue mir das immer gerne an, diese alten Werbungen. Super finde ich die. The terrorists have the prisoners. You're going in and hitting hard. Operation Wolf. You've played it in the arcade, now play it on your Nintendo Entertainment System. Fight your way past armored cars, gunboats, and a ruthless enemy. Grab extra ammo and power drinks, because you're going to need all the firepower you can get. Operation Wolf from Taito, the only game in town. Ja, das war der Trailer von damals. Richtig nice, ich stehe auf sowas. Weiter geht's mit dem Cover. Rechts oben in der Ecke steht, ich übersetze das mal, es ist an der Zeit, dass jemand den Terroristen beibringt, worum es beim Terror geht. Der einzige Weg, sie zu stoppen, ist reinzugehen, hart zuzuschlagen und schnell wieder rauszukommen. Terroristen seien gewarnt, Operation Wolf kommt. Ja, super, oder? Wahnsinnstext, Wahnsinnstext. Und daneben noch unten gleich die Nummer 1 Arcade-Hit, nicht irgendein Hit. Es ist der Nummer 1 Hit. Es ist der Arcade-Hit überhaupt. Gut, schauen wir noch die Rückseite an. Was erwartet uns da? Die Rückseite ist erstaunlich aufgeräumt. Oben wieder nur dieses Logo von Operation Wolf, das aussieht wie so ein Army-Aufnäher. Und darunter drei Screenshots. Das nicht viel sagen. Also man sieht hier, es gibt wohl mehrere Levels, es gibt hier irgendwas zum Abschießen, es gibt hier irgendwie noch mehr zum Abschießen. Und es hat wohl irgendwie Werbung dafür gegeben bei der Nintendo Entertainment System Screenshot. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, vielleicht hat irgendjemand diese Show nicht gesehen und dann weiß er, das war auch bei dieser Show dabei. Da kannst du zugreifen, da kaufst du keinen Dreck. Gut, genug gelabert über Covers und über alte Werbespots. Lasst uns das Spiel sehen. Gib die Covers weg. Ich will das Spiel sehen. Los geht's. Da sind wir. Operation Wolf am NES. Copyright 1989, ist schon ein Weilchen hier, sagen wir mal so, ist schon ein Weilchen hier. Die Schuhe werden zugeschnürt, das Messer wird ins Halfter gesteckt, noch mehr Waffen werden eingesteckt, Waffen werden durchgeladen und jetzt geht's los mit Operation Wolf. Okay, Fallschirm, Absprung, direkt ins Kriegsgebiet. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwas aussuchen können. Nein, kann ich nicht. Viel Glück, das 10 Magazine und 5 Granaten. Mach was damit. Und jetzt, ihr seht, hier ist die Action schon hart. Jetzt, ich klicke hier den Hubschrauber mal runter. Ja, normalerweise spielt man das Ganze natürlich mit der guten alten Lightgun, aber das funktioniert hier nicht. Ich spiele das ja immer auf dem Emulator. Lightgun funktioniert nicht. Macht aber nichts. Geht mit der Maus auch. Sogar viel besser. Der Sound ist richtig übel. Den Sound finde ich richtig übel. Ist wohl nicht so gut gelaufen für mich. Ah ja ja. Continue. Yes, no. Ich muss aufs Klo. So, einmal versuche ich es noch. Einmal versuche ich es noch. Operation Wolf am NES. Einmal geht's noch. Volle Konzentration.
alles hier abballern hier. Immer schön viel Munition einsammeln, nicht vergessen. Hier einsammeln. Eieiei. Hubschrauber, Vogel. Vogel ist wichtig, abschießen. Granaten verwenden. Granate eingesammelt. Alles einsammeln, was geht. Ich klicke jetzt einfach nur noch, was das Zeug hergibt. Weg mit dem Hubschrauber hier. Hey, Munition einsammeln. Panzer. Hubschrauber. Ich komme nicht zurecht. Ich krieg gleich einen Krampf im. Was ist das da? Keine Ahnung. Wird eingesammelt. Aber klicken, was das Zeug hält, hilft. Weg mit dem Hubschrauber. Weg damit. Weg mit dem Panzer. Ach, Vogel weg! Menschen weg! Alles wird. Munition, was auch immer. Was ist das? Dynamit, verdammt. Das hätte ich ja später aufschießen. Ich habe keine Munition mehr. Munition. Sehr gut. Weg. Das ist ohne NES-Zapper richtig hart zum Spielen. Ich weiß nicht, ob es mit ein bisschen einfacher ist. Könnten wir es ja in die Kommentare reinhauen. Wie ist das Ganze gegeben? Original am NES mit NES-Zapper. Ich kann es ja hier leider nur im Emulator spielen, aber dafür habe ich ja euch. Haut es für mir in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr Projekt Wolf am NES so findet. Ist das vielleicht eins eurer Lieblingsgames? Wer weiß. Wie war das Ganze so in der Arcadehalle? Keine Ahnung. Ich habe es leider nicht miterlebt, aber ihr vielleicht. Und deswegen haut mir was rein, schreibt ein bisschen was, lasst die Tastatur schön brav glühen. So, für euch geht es jetzt gleich weiter hier drüben, da drüben mit dem Schlümpfen. Nein, ich mache nur Spaß, es sind nicht die Schlümpfe, es ist was viel Cooleres.